Laufen geil. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Und zwar befinden wir uns heute am ehemaligen Flugplatz oder Fliegerhorst Hopsten, wo unter anderem das Jagdgeschwader 72 mit dem Beinamen Westfalen stationiert war. Ja, wir stehen noch außerhalb des Geländes, beziehungsweise wir sind hier auf so einem, ja, auf so einem Zubringer, so eine Art Ringstraße, würde ich das jetzt mal nennen. Obwohl das, glaube ich, kein Ring ist, aber naja, wie auch immer. Wir bewegen uns jetzt mal da drauf und schauen uns die ersten Sachen an und ich hoffe, dass wir ein paar interessante Eindrücke mitnehmen können. Also, bis gleich. Ich war hier vor 2 Tagen schon mal zur Vorfelderkundung und dabei habe ich dieses Gebäude gesehen, habe noch eine gedeckte Aufstellung gesehen oder eine Unterziehmöglichkeit quasi. Und davor steht noch ein Schild, Durchfahrt verboten, außer für Munitionstransporte. Ich habe mir das so zusammengereimt. Wir werden die Aufstellung gleich noch sehen, das Schild auch. Aber wir fangen jetzt hier an, weil das das erste ist, was quasi auf dem Weg liegt. Dieses, meiner Meinung nach, ist ein Munitionsbunker, wo entsprechend die Fliegerbomben etc. gelagert wurden für die Kampfflugzeuge. Wir gehen da jetzt nicht rein, beziehungsweise man kann da drin auch nicht wirklich viel sehen. Ich habe da gerade einmal kurz reingelinst. Das wird hier auch durch einen Landwirt benutzt und ich möchte da die Leute in ihrer Privatsphäre, in den Liegenschaften hier auch nicht stören. Von daher nur ein kurzer Eindruck hier von diesem Munitionsbunker. Und jetzt bewegen wir uns die Straße entlang und kommen dann da hinten genau diese Richtung, die ich zeige, circa 150 in diesen Wartebereich. Ja, und da sind wir auch schon in diesem von mir vermuteten Wartebereich. Wenn ihr hinter mir guckt, da sieht man einen Wall und auf der anderen Seite sieht man auch einen Wall. Und ich denke, das ist einfach ein Wall, der gegen Bomben oder Splitterwirkung schützen soll. Insgesamt, diese ganze Geschichte hier fängt einspurig an, öffnet sich dann hier drin, sodass hier, ja, ich weiß es nicht genau, ne, 2, 3 von diesen Fahrzeugen, die mit den Bomben bestückt waren, bestimmt irgendwie unterziehen konnten. Oder vielleicht war das einfach so eine, ja, Art Wartebereich. Ne? Die wurden halt hinten aufmunitioniert, fuhren hier rein. Und dann haben die das Go gekriegt, zu den Sheltern zu fahren. Würde ich so sagen, ich kenne die Abläufe nicht bei der Luftwaffe, aber ja, für mich macht das irgendwie so ein, für mich persönlich macht das irgendwie so eine Art Sinn. Ne? So, dann kann man also aus dieser gedeckten Aufstellung, nenne ich das jetzt einfach mal, kommt man dann gleich auf das Hauptareal hier. Und da bewegen wir uns auch mal hin. Also chronologisch mache ich das jetzt eigentlich so, wie wir auch hier in der, mein Gott, in der Durchfahrtsszene vorhin gesehen habt. Genau so, was wir da gesehen haben, das laufe ich jetzt auch so entsprechend ab. Alles andere macht keinen Sinn, das liegt nämlich alles schön hintereinander auf dem Weg. Alles klar, bis gleich. Lesen. Ich denke schon, ne? Ist ein bisschen weg. Stopp. Wir sind jetzt hier genau an dem Bereich, wo es dann wirklich auf das auf dieses Hangar-Shelterfeld geht. Und zwar ist hier besagtes Schild, von dem ich sprach. Das heißt also auch, wir kommen aus der Richtung und sind hier vorhin lang gefahren. Ich habe ja hier rechts da das erste Shelter. Da sind wir rangefahren und da hinten ist noch eins. Da weiter runter werde ich mich jetzt nicht bewegen oder begeben. Kann sein, dass da noch 3, 4 Shelter sind. Die sind aber alle, ja, total baugleich. Da verpasst man jetzt nichts, wenn man die nicht unbedingt gesehen hat. Und da hinten fangen auch die Bauarbeiten an zu der hier entstehenden Forensik. Da müssen wir uns jetzt auch nicht unbedingt so blicken lassen und noch die
dass die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Deshalb bewegen wir uns jetzt weiter auf den Platz, wo wir gerade schon lang gefahren sind. Und wenn man das hier mal sieht, richtig dicke, ja, Panzerplatte, und richtig breit. Also ist schon ein sehr interessantes Gelände, weil ich meine, wie viele Munitionsdepots und so weiter habe ich schon gesehen, aber auch vom alten Flugplatz war ich so jetzt in dieser Form auch noch nie. Also der Stab und die eigentlichen Unterkunftsgebäude der hier diensttuenden Soldaten, die waren in Rheine, die waren also nicht hier auf dem Fluggelände. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich die General-Wever-Kaserne, das da untergebracht war. Das kann man aber auch nochmal durchlesen. Habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Wir befinden uns aber hier an einer Stelle, die auch ganz interessant ist, finde ich. Und ich gehe davon aus, da das die einzigen so, ja, ich sag mal, zivilen Bauwerke sind, also außer Bunker oder den Tower, wo wir gleich noch hinkommen. Hier war wahrscheinlich einfach die Flugbereitschaft untergebracht. Die Soldaten, die halt ihren Dienst hier hatten, ich weiß nicht, wie das strukturiert war, ob das so 24-Stunden-Geschichten waren oder keine Ahnung, die waren mit Sicherheit oder aller Wahrscheinlichkeit nach hier untergebracht. Ein paar kleine Relikte noch aus den Zeiten. Richtig geiles Schild, sogar noch die Kfz-Nummer steht noch drauf. Das Kfz ist wahrscheinlich schon seit einer Dekade nicht mehr geben. Ach ja, jetzt ein bisschen kopflos hier, wir rennen noch mal rum. Das fand ich interessant. Hier ist Durchfahrt verboten, außer, das ist ein bisschen umgekippt, vielleicht kann ich es sowieso mal gerade hinstellen, es kommt ja, es ist dann auch einfach würdiger. So, lassen wir es mal so stehen. Außer dem Line-Taxi. Und da gehe ich jetzt stark davon aus, dass dieses Line-Taxi im Fall der Fälle die Fliegerkameraden eingesammelt hat und zu den einzelnen Hangars damit gefahren ist. Muss ich mir so zusammenreimen, was soll es sonst sein, ne? Zum Snickers holen ist er wahrscheinlich nicht da durchgefahren. Hier auch noch, was meine Vermutung bestärkt, dass die Soldaten sich hier in Bereitschaft befunden haben. Es ist früh morgens, die Sonne ist ein bisschen blöd, aber ich kann mit dem Hund nicht später gehen, weil sonst wird es zu warm. Also müssen wir das jetzt in Kauf nehmen. Ach Mann, wir haben hier auch einen Sportplatz. Auch ein richtig schönes Lost Place Gelände. Man sieht noch so ein paar Markierungen, also verschiedene Spielfelder gab es hier, so wie ich das sehe, ein Tennisplatz. War da auf jeden Fall auch. Ist klar, ne? Die feinen. Gott, ich hampel hier auch rum mit der GoPro heute. Die feinen Herren Flieger, die wollen natürlich auch ein bisschen Tennis spielen. Das ist doch logisch. Und noch ein richtig cooles Schild haben wir hier auch. So ein Nutzungshinweis. Warum kann man es lesen? Ja, ich glaube schon. Ich blende es ein bisschen länger ein. So, auch von der Schrift her einfach richtig cool. Altes Ding. Jo, dann gehen wir noch mal ein bisschen kopflos hier durch. Man kann übrigens in keines der Gebäude rein, also keine Tür steht offen. Einbruchsversuche hat es hier auch schon gegeben, aber wie gesagt, alles in allem wurde das Gelände hier wahrscheinlich immer sehr gut bewacht und kontrolliert. Wenn man das nämlich hier so sieht, da vorne bei dem vergitterten Fenster, das könnte noch eine Waffenkammer gewesen sein, vielleicht für irgendwelche Handwaffen. Und hier ist alles tipptopp in Ordnung. Ne? Kein Fenster kaputtgeschlagen, kein Vandalismus, keine Schmierereien. Das ist schon wirklich eine nette Liegenschaft. So, da hinten ist eine Tür ist offen. Da gehen wir einmal kurz rein. Hier ist ein Parkplatz, wie wir sehen. Machen das jetzt hier One Take. Ist mir wurscht. Hier wird nichts geschnitten. Was haben wir hier? Ja, genau. Was haben wir hier? Einmal durch. Oh. Fahrradständer. Guck mal an. Und hier diesen Anbau, den hat man von vorne
gar nicht gesehen. Das scheint auch noch, was gepanzertes zu sein. Oder auf jeden Fall eine Art Splitterschutz, vielleicht so eine leichte, ja, weiß ich nicht. Nee, was ist das für ein Material? Ich kann es nicht sagen. Mega Antennen-Equipment auf jeden Fall. Hat man früher bestimmt die ersten drei Programme mit empfangen. Viel mehr hat das wohl auch nicht gekonnt. So, jetzt gehen wir doch mal eben in das Hütchen hier rein. Dexter! Da hinten ist er. Gut. Oh, oh, oh! Junge, das ist hier was. Das ist alles komplett nass. Das ist alles durchgebogen. Alles so billig Holzbauweise. Ach, das ist hier einfach nur so ein, Schapp, ne? Hier, Fenster wurden hier mal irgendwie verdunkelt. Um Gottes Willen. Ja, stilechte Eckbankgruppe hier. Ja, wer den Rest aufbauen will, hier ist die Möglichkeit. Und der klassische BW-Tisch. Alt. Wie die meisten wohl noch kennen. Ja, also das hier wahrscheinlich hier mehr so eine Art Partybaracke gewesen. Mit schön mittlerweile durchhängenden Decken. Ja, das wollen wir nicht weiter angucken. Das hauen wir hier ab. Alles klar. Bis gleich. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Flugfeldtheorie, so wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Und zwar befinden wir uns hier auf einer Straße, die also parallel zur Start-Landebahn geht. Diese Straße ist allerdings von ihrer Breite her und auch von der Vegetation, die sich daneben, befindlich ist, bestimmt nicht gedacht dafür, dass da Flugzeuge auf und ab fahren. Das Ganze, hier haben wir noch eine Ampelanlage, befindet sich hier mitten oder direkt vor dem Tower. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und hier ist dann die Hauptzufahrt gewesen für die Flugzeuge. Die kamen also dann nach meinen Vorstellungen hier raus, fuhren über diese Versorgungsstraße drüber her und waren dann auf dieser schon für Flugzeuge bereitgestellten Fahrpiste. Und das, die ganze Geschichte, guck mal, hinten sitzt sogar ein LKW, das ist echt krass. Ja, die eigentliche Startlandebahn, nach meinem Dafürhalten, befindet sich in diese Richtung, ja, circa 300. Das gucken wir uns jetzt gleich auch noch mal eben an, da kann man mit dem Kfz, konnte ich da nicht hinfahren. Und dieses Ding hier ist, ich denke mal, einfach nur zum Auf- und Abrollen gewesen. Wobei, wie gesagt, ich weiß das nicht. Wenn jemand das genau weiß, bitte Info in die Kommentare. Alles klar. So, dann gucken wir uns jetzt mal das Ding da hinten an. Meine Herren, ja, also die Frage nach dem Start und Landen, das hat sich absolut erledigt. Das, was ich da vorhin gesehen habe, dieses Ding, das ist zwar schon ziemlich breit, aber das hat wirklich nichts mit einer Start- und Landebahn zu tun. Das war mit Sicherheit wirklich nur um die Flugzeuge nach dem Landen oder vor dem Start. Je nachdem, ich weiß nicht, von wo aus die immer gestartet sind, ob es da eine spezielle Startlinie gab oder ob man von links nach rechts oder von rechts nach links auch starten konnte, also sprich von Süd nach Ost oder Ost-Süd. Ich weiß gar nicht, welche Achse wir hier haben. Nee, ich glaube, wir haben hier Nord, Nord-Süd, glaube ich. Aber gut, kann ich auch falsch mitliegen. Das ist ein Riesenbereich hier. Das ist ja richtig, meine Herren, doch. Das ist also schon imposant. Habe ich so halt auch noch nie gesehen. Und hier vorne, beziehungsweise hier auf dem ganzen Feld verteilt, sieht man auch noch die Markierung quasi. Das ist hier Autobahn, nur in riesengroß. Einmal durchgezogene Linie. Da durfte natürlich auch
kein Flugzeug rüberfahren, sonst kamen die Feldjäger und die haben dann sofort ein Knöllchen geschrieben. Das ist mir wohl vollkommen klar. Dort haben wir hier in der Mitte, ja, diese Streifen, wie man sie auch ja, von der Autobahn kennt, nur halt in XXL. Wirklich krasses Ding hier. Super Eindrücke, sehe ich auch, wie gesagt, heute zum ersten Mal war ich in der Vorfelderkundung, war ich hier in dem Bereich auch nicht. So, jetzt gehen wir noch mal eben an das Ende von diesem Teil. Ja, damit sind wir am Ende der Bahn, beziehungsweise eigentlich ist es nicht das Ende der Bahn, denn hier fängt die Naturschutzzone an, DBU Naturerbe. Hier wurden, irgendwer hat hier mal einen seltenen Vogel entdeckt und seitdem ist das hier Naturschutzgebiet und entsprechend wurde die gesamte Stadtlandebahn hier weggenommen und komplett geschreddert, damit wir hier hinten noch mehr Fläche für ja, diese seltenen Vogelarten haben. Betreten strengstens verboten. Gehen wir natürlich auch nicht drauf. Was soll ich da? Insgesamt war diese Bahn wohl, so wie ich das gelesen habe, 3 Kilometer lang. Also wer da noch mehr Interesse hat, Wikipedia hilft, steht einiges noch dazu. Auch war das hier mal früher, es fing an als Feldflughafen 1938, also vor Kriegszeit noch. War hier schon was, wurde hier schon geflogen. Und wo wir jetzt hier sind, weiß ich nicht. Geht hier nochmal ab. Bisschen in irgendwie so einen Bereich. Ja, keine Ahnung. Ja, das sind irgendwelche Splitterschutzwelle, würde ich denken, sind da noch aufgestellt. Was da mal oder in welchem Fall der Fälle, wer da stand, was auch immer da war, weiß ich nicht. Gehen wir nicht hin, weil es abgesperrt ist hier. Das ist hier, glaube ich, auch landwirtschaftlich vielleicht genutzt. Nee, das ist ja eine Naturerbefläche. Egal, das betreten wir nicht. Da werden wir auch keinen Riesenfund machen jetzt. Ne? Da wird kein, wie heißt das so schnell? Was suchen sie alle immer? Das Füllhorn mit dem Gold, mit das ständig rausfließt. Das wird es davon nicht geben und auch sonst wird es an nichts liegen. Also verabschieden wir uns jetzt hier von der Startlandebahn. Noch einmal einen kleinen Rundumschwenk. Hinter uns vielleicht zu erkennen die Neubaustelle der Forensik. So. Und jetzt gucken wir uns mal da vorne dieses Tower-Konstrukt an. Tja, jetzt wird es spannend hier, beziehungsweise es ist schon spannend gewesen. Wir gehen nämlich hier nicht mehr weiter, wir sehen da nicht alle irgendeine Scheiße rum. Aber das hier ist geil. Das ist eine Röhre. Und hier geht es weiter. Nächste Röhre. Können wir hier auch schon das Licht ausmachen? Naja, sieht gut aus. Hier haben wir eine, genau vor eine Blast Wall gelaufen. Dann kann man hier so links rausgehen. Ging mal einfacher, als hier noch keine Bäume standen. Und so sieht das Ganze von außen aus. Oh, und wir haben hier auf jeden Fall einen Luftschutzbunker auf dem Gelände. Und damit fangen wir jetzt auch diese ganze Geschichte an. Aha, guck mal hier. Und da hinten ist noch ein zweiter Eingang. Da gehen wir auch noch mal eben gucken. Oh, durch den kommt man ja auch sehr viel einfacher rein. Wieder die Blast Wall, also sprich so ein Splitterschutz. Ah ja, und jetzt sind wir wahrscheinlich hier schon am anderen Ende. Ah, alles klar. Da vorne haben wir vorhin gestanden. Weiter geht das hier gar nicht. Kleines Ding, aber ja, cool, dass wir den noch gefunden haben. Hätte ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet. So, komm mal hier hin. Dann haben wir hier noch ein Gebäude. Wenn ich jetzt offen steht, mal einen kleinen Blick reinwerfen. Ja, irgendein technisches Ding, ne? Weiß man nicht. Heizung, keine Ahnung. Ich gehe da nicht weiter rein. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. Also, hier zur Rechten sieht man im Hintergrund noch diesen Eingang von dem Bunker. Das hier, dieser andere Hügel, könnte auch Löschwasser irgendwas drin gewesen sein, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass man hier auch eine
Platzfeuerwehr hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier in diesen technischen Gebäuden dann untergebracht war, dass da entsprechende Löschfahrzeuge waren, dass hier die Platzfeuerwehr drin war. Könnte ich mir vorstellen. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier erstmal so einen kleinen Tower. Das sieht ganz urig aus, das Ding. Das ist auf jeden Fall älteren Datums. Da hinten der andere, der moderne Tower, ist auch um einiges höher. Und hier befindet sich, ja, sieht man auch, ne, da kommen die Decken runter vor lauter Feuchtigkeit. Ja, wenn du jahrelang nichts dran machst, dann ist das eben so. Aber dennoch ist das hier wirklich ein außergewöhnlich schöner Zustand. Mal eben hier reinschauen. Oh, da sieht man auch noch so Bedienpanels. So ein paar. Ach, da steht schon. Tätigkeitsbereiche. Fliegerhorst, Feuerwehr, Jagdgeschwader 72, Westfalen. Ja, alles geil. Super. Da hinten sind die typischen Unterkunftsstühle. Da kommt auch die abgehangene Decke wieder runter. Ja, gut. Halten wir sich zu lange mit auf jetzt. Boah, den Dexti ist schon wieder richtig warm. Ne? Trotz dass wir es noch so früh am Tag haben. So, ah ja, guck mal an. Einbruchsspuren. Da hat einer versucht. Scheibe gesplittert. Die Tür ist natürlich auch super. Ne? Das ist diese typische, ja, etwa 60er Jahre Ausstattung. Ne? Richtig cool sowas. Finde ich immer auch irgendwie erhaltenswert. Ich habe nur leider keinen. Ist das so ein E-Dingen-Rauchteil? Naja. Ich habe nur leider kein Gebäude, wo ich mir sowas einbauen könnte, sonst würde ich sowas nämlich auch wohl mal retten. So, haben wir da oben. Ja, die Tür steht scheinbar steht die offen. Also ich würde sagen, man könnte da reingehen, aber man müsste hier auf das Dach hochklettern. Alles Quatsch. Alles Quatsch, fangen wir gar nicht erst an, so ein Blödsinn. So, und weiter geht's zu dem neuen Tower. Einen kleinen Blick hier. Da ragt er schon auf. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt noch sehen können. Vor dem Tower stand, auf der anderen Seite, wo man auch zum Flugfeld kommt, da hatte ich das Gefühl, ach, zu dem Tower kommst du gar nicht vernünftig hin. Man hätte da irgendwie durch die Walachei gehen müssen. Ist jetzt aber hinter so einem Bunker, sind wir da ganz easy hingekommen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich hier bin, weil ich finde, dass hier noch ganz interessante Eindrücke sind. Das ist auf jeden Fall also optisch interessante Eindrücke. Ich kann das hier alles nicht, ne, erklären, verifizieren, was das alles im Einzelnen war. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Feuerleiter, die auf das Ding da hochführt. Ich weiß gar nicht, ob hier hinter um die Ecke noch was ist. Ah, hier ist ein technischer Raum der Standortverwaltung. Die gute Stufe, ne? So. Ja. Und dabei
dabei belassen wir es jetzt auch hier von diesem Bereich. Jetzt gehen wir nochmal dahin, wo das ist, was immer alle sehen wollen, nämlich die Shelter. Und gucken wir mal, ob wir da... Andere Leute machen ja immer einen Carporn. Wir versuchen mal, ich habe das Gimbal mit einem Shelterporn zu machen. Guck mal, wie uns das gelingen wird. Bis gleich. Ja, wie hat euch der super Shelterporn gefallen? Wie er mir gefallen hat, weiß ich noch gar nicht, denn mit dem Gimbal davor hast du immer so eine Stange auch vor dem vor der Linse, also vor dem Display, und man kann das nicht so gut sehen, was man da jetzt eigentlich gerade filmt. Das ist vielleicht nicht Sinn der Sache, aber das ist dann halt auch manchmal so ein bisschen dem Zufall geschuldet, wie das Bild dann wird. Und ja, in der Regel habe ich da eigentlich ganz eigentlich Glück mit diesen Geschichten. Wir verabschieden uns jetzt auch hier, denn wir haben jetzt alles gesehen, was ich ja angesprochen hatte, was ich zeigen wollte. Die Durchfahrt, ihr seht das, alles was wir in der Durchfahrt hatten, hatten wir auch hier. Wir hatten sogar noch ein bisschen mehr. Wir hatten die Start-Landebahn auch dazu, die, wie ich fand, sehr beeindruckend war. Die Shelter hier sind sowieso ziemlich cool. Sind natürlich alle zu, ja, braucht keiner auf die Gedanken zu kommen, da kann man rein. Ne? Da kann man natürlich nicht rein. Und das ist auch gut so, und ich hoffe, dass die Fläche hier auch so, wie sie es erhalten bleibt, beziehungsweise dass das hier bald auch wieder zugemacht wird, dass hier nicht in Zukunft so wie ich drauf rumlaufen können. Alles klar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, habe ich gerade, glaube ich, schon mal gesagt. Lasst gerne ein Abo da, gebt mir ein Like und Kommentare auch bitte bei YouTube. Freue mich da immer über Feedback. Alles klar, dann würde ich sagen, man sieht sich. Bis die Tage. Ciao, ciao. So, doch noch mal eben kurz einen kleinen Nachtrag bezüglich Hinz und Kunz und auf dem Gelände rumrennen. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man hier drauf geht, sich ganz normal verhält, sich das einfach nur anschaut, Fotos macht, ein Video macht, weil Fotomotive gibt es hier zuhauf, das ist richtig toll. Aber was überhaupt nicht geht, so, warte mal eben hier, warten. Was überhaupt nicht geht, das sind diese Aktionen wie ich schmeiß hier die ganzen Scheiben kaputt, ich reiß irgendwelche Infrastruktur raus, irgendwas wird beschmiert, einfach dieses Ganze, was hier nicht hingehört und was dieses einfach kaputt macht und was auch einfach ein schlechtes Bild auf Leute wirft, die sich dann hier mal aufhalten. Das ist eben das, wo ich sage, bitte, nee, nicht nur bitte nicht, sondern auf keinen Fall. Es ist einfach richtig assig und nichts anderes. Ja, das waren dann jetzt wirklich die abschließenden Worte. Ein letzter Schwenk zu der Bahn, die uns hier rausführt. Und bis die Tage. Ciao, ciao, ciao. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was... So, genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Ne, Luftwaffe, dem Geschwader, der Geschwader,
der Geschwader. Oh, scheiße, ey. Hi, ich bin's, der Saki. Oh, nee. Was steht da? Betreten verboten. Schön dran halten. Sieht euch der UVD hier? Geht's in Kaffee Viereck. Das wisst ihr ja.